Hallo Heinrich. Hallo Ingo. Während der Vorbereitung zu Kontinent haben wir uns ja immer die Frage gestellt, wie aktuell kann die Ausstellung sein? Und deine Arbeit wurde wirklich kurz vor Drucklegung des Katalogs produziert. Du bist während des ersten Lockdowns in der Covid-19-Krise die geschlossenen Grenzen Deutschlands abgefahren. Was hat dich motiviert, diese Arbeit so spontan zu realisieren? Na, ich hatte halt tatsächlich das Gefühl, an etwas teilzuhaben, was in der Geschichte einmalig ist. Und diese Motivation war grundlegend dafür, loszugehen und sich das erstmal anzuschauen. Also ich bin Richtung Trier gefahren. Ich wohne ja in Wiesbaden und war dann, als ich die erste geschlossene Grenze gesehen habe, so eine kleine Fußgängerbrücke, die sozusagen verrammelt war. Das war so unglaublich, was ich da gesehen habe, dass dann halt sozusagen die Idee gereift ist, das an allen Grenzen zu machen und halt diese Alltäglichkeit der Übergänge, die verloren gegangen ist, zu dokumentieren. Ich habe ein Bild aus dieser Serie herausgenommen. Wir sehen das hier im Bild. Grenze bei Baula, Deutschland, Luxemburg. Bist du ganz bewusst an solche Orte gefahren oder gab es auch so gewisse Zufälligkeiten, wo du dann einfach nur gestoppt hast? Wie ist dieses Bild entstanden? Also lustigerweise ist das ausgerechnet das letzte Bild in der Serie, das ich gemacht habe. Es war tatsächlich so, dass ich natürlich recherchiert habe, wie viele Grenzübergänge gibt es zwischen Deutschland und Frankreich und wie heißen die und wo sind die. Aber ich bin natürlich auch mal in so Feldwege reingefahren. Diese geschlossene Straße, dann Baula, das ist halt auch einfach nur so ein landwirtschaftlicher Nebenweg, obwohl das da asphaltiert ist. Aber da steht in Baula steht quasi auch nur ein Bauernhof. Wenn man da einfach geradeaus fährt, landet man halt sozusagen in Luxemburg. Ne? Und das war mir schon auch wichtig zu sehen, wie also ist das nicht nur die großen Hauptverkehrsstraßen gesperrt werden, sondern dass es halt auch bis in Fußwege, auch Trampelpfade sozusagen reinläuft. Ne? Dass diese Grenzschließung einerseits ja schon sehr ernst genommen wurde, weil sie halt sich wirklich bis ins Detail, also bis in den kleinsten Weg an manchen Stellen durchgezogen hat. Aber gleichzeitig sind die Absperrungen ja alle so ein bisschen provisorisch und wirken auch auf der anderen Seite etwas halbherzig. Ich habe ja gesagt, dass du damals mit dieser Arbeit ziemlich aktuell warst. Wir sind jetzt im zweiten Lockdown. Wie schaust du heute auf deine Bilder? Die natürlich auch eher so, dass die so eine Art Reifeprozess durchlaufen werden und dass ich glaube, dass ich sag mal so in 10, vielleicht 15 Jahren, wenn man auf diese Pandemie zurückblickt und sich diese Bilder anschaut und vielleicht sogar Menschen, die 2020 erst geboren sind, das fast nicht mehr glauben können, wenn es diese Bilder nicht als Beweis gäbe, dass es während des ersten Lockdowns zu diesen Grenzschließungen gekommen ist. Na, grundsätzlich ist das schon mein Thema, sozusagen Geschichte oder besondere Momente der Geschichte zu begleiten auf eine Art. Also das ist mal in der einen Serie konkreter, in der anderen abstrakter. Ich meine, das ist der Grund, warum ich Fotograf geworden bin. Ich stamme ja aus Leipzig und als ich da als 15-Jähriger bei den Montagsdemonstrationen dabei war und im November dann die ersten Pressevertreter aus dem Westen da waren, habe ich so einen japanischen Fotografen in so einer Khaki-Foto-Weste mit vielen Taschen so einer Leiter stehen sehen, der diese Menschenmassen, die an ihm vorbeigeströmt sind, fotografiert hat. Und eigentlich habe ich da gewusst, dass ich das auch will. Also Geschichte dokumentieren, während sie passiert.